So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir kommen gerade vom Urologen mit dem Jonas, das war wieder so genial. Kommt der Arzt rein und sagt, ziehen Sie nochmal die Hose runter. Guckt der Arzt hin und sagt, okay, ich sehe zwei Kugeln, können Sie die Hose wieder anziehen, kommen Sie in 2 Monaten wieder. Das ist super, das hätte ich ihm auch sagen können, aber ja, ist halt so. Wir freuen uns ja, es ist momentan alles gut. Sieht gut aus, er macht einen guten Eindruck. OP erfolgreich überstanden, richtig genial. Was seht ihr hier? Gelbe Container, denn heute war Raid-Boss-Wechsel auf Giratina, das Fliegende mit den Flügeln. Wir wollen einen Community-Raid machen. Und wenn ihr die gelben Container seht, könntet ihr schon ableiten, an welcher Arena wir den Community-Raid machen. So, das fette große Teil ist die Arena, das ist der Fledermausturm in Meiningen. Hier an der Treppe habe ich mal mit Hannes gesessen. Da war Schlinking in den Raids, konnte das erste Mal auch Shiny sein. Wir haben eine kleine Raid-Tour gemacht, in der Raid-Stunde war das, glaube ich. Das war auch zur Halloween-Zeit rum, also muss mindestens 1 Jahr her gewesen sein. Und dort an der Treppe mit Hannes, im Licht, mit Video, habe ich einen Shiny Schlinking damals bekommen. Das war cool, da erinnert man sich gerne dran zurück. Hier seht ihr nochmal den Fledermausturm von nahen, wenn wir weiter rangehen. War eigentlich mal ein Wohnblock, sieht auch heftig aus. Also das ging bis dahinter, so Wohnblock, dann haben sie alles abgerissen. Das Stück haben sie da gelassen, weil sie gesehen haben, da ist Batman drin, der soll da drin bleiben. Und mittlerweile ist es hier ein bekanntes Denkmal und artengerechtes irgendwas. Und zurück zu Pokémon Go. Nicht nur Giratina ist ab heute in den Raids, auch Mega Zobiris. Das heißt, ich müsste auch irgendwann noch ein Mega Zobiris Community Raid machen. Ich brauche nämlich Mega Energie, um einmal ein Zobiris Mega zu entwickeln für den Dex-Eintrag. Jetzt aber zum Auto, denn da wollen wir heute die Kamera abstellen, stehen da drüben irgendwo rum. Und dann gucken wir mal, wen wir alles einladen müssen. So, da stehen 2 Autos. Ich weiß nicht, dieses Auto steht immer hier. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der da einsteigt oder aussteigt oder was damit ist. Das Auto steht aber gefühlt immer hier, keine Ahnung. Vielleicht ist das das Batmobil und das ist die Bathöhle und das passt so zusammen, weil das steht immer beim Fledermausturm. Wir müssen jetzt aber hier rüber. Pupsi ist auch dabei. Sitzt im Auto, wird auch den Raid mitmachen. Hier, wenn wir da mal reinlunzen, seht ihr das? Da sitzt Jonas, aber da schläft. Das ist der Bad-Rucksack. Da sind die Handys drin. Da baue ich jetzt alles auf. Und dann laden wir ein. Sieht das gut aus so rum? Ist herbstlich, ne? Ist das so rum besser? Sieht besser aus. Vielleicht gehe ich auch auf die andere Seite. Das überlege ich mir noch. So, es ist 11.59 Uhr, noch 1 Minute, wir können aber schon mal auf die Arena drauf gehen. Ich habe jetzt doch mich auf die andere Seite gestellt, auf die Beifahrerseite. Das heißt, Pupsi sieht jetzt meinen dicken Bauch, der hier so gegen das Fenster, zum Glück ist nicht Sommer, dann wäre das Fenster unten. Ne? Das ist wieder sehr lustig, Ramses. Ja, wir haben alle herzlich gelacht. Ich muss noch mal kurz gucken, ob sich noch jemand 10. eingetragen hat. Ansonsten sind wir, ich schreibe einfach mal Go. Geh wieder raus, geh hier aber rein. Ich glaube, ich muss 9 Leute einladen, das seht ihr aber gleich. So, ich bin jetzt hier drin, ich gehe jetzt hier drauf und habe jetzt Paco ab ins Tierheim, Cheffe, Kohlemann, Creeper. Um euch das zu beweisen, gehe ich jetzt mal hier auf die Telegram-Gruppe. Ah, das habe ich wieder nicht vorbereitet. Wenn du jetzt bis runterfährst, siehst du, auch der Raid wird wie jeder. Jeden Tag poste ich meinen Raid in die Telegram-Gruppe. Also wenn ihr mal Hilfe bei einem Raid braucht. Ihr müsst nicht Sonntag Zuschauer-Raids machen. Ihr müsst nicht am Sonntag Raids für Zuschauer machen, meine ich. Ihr könnt jeden Tag in der Raid-Gruppe euch auch einladen lassen von mir. Mache ich meistens so ab 17 Uhr beim Erscheinen des neuen Bosses, aber immer dann direkt. So, Giratina Community Raid steht hier da. Alle haben sich eingetragen. 12 Uhr Start, da ist auch der Trainercode. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Und dürfen nochmal einladen, denn wir haben ja nicht nur 5 zum Einladen, wir haben ja mehr. Henry, Niki, Immens, Jens, Shenaya, Mystical, Miku zählen ja auch noch hinzu. Also die habe ich jetzt alle eingeladen. 9 Stück. Ich könnte also gucken, wer ist denn online. Ihr Flex, sehe ich gerade, Flex ist der Bonus, der eingeladen wird. Und wenn wir jetzt mal hier rüber gehen auf meinen Kanal in den Community-Tab, das heißt jetzt Beiträge, habe ich auch wieder natürlich die Konda-Grafik gepostet, dass ihr seht, Giratina ist ein Geist-Drache, hat 21,05 als 100er-Wert mit Wetterbrust,
26-31 ist schwach gegen Unlicht, Drache, Fee, Geist und Eis. Eis gegen Drache, Geist gegen Geist, Fee gegen Drache, Drache gegen Drache und Unlicht gegen Geist. Am besten also Mega Rayquaza, ansonsten sollte ja jeder eine Despoda-Armee haben, habe ich immer gesagt. Was hat's jetzt hier? Krypto Dragoran, Krypto Bruderlander, Rayquaza. Könnte man noch Mega-Entwicklung entwickeln, lassen wir jetzt aber. Und dreimal Krypto Bruderlander. Hier drüben habe ich auch lauter Drachen am Start. Drachen mag ich eigentlich nicht so gern, weil Drachen auf Drachen, wenn ihr effektiv gegen ihn seid, ist er auch gleichzeitig effektiv gegen euch. Das heißt, ihr fallt schneller um, ihr verbraucht mehr Tränke, Beleber, alles. Macht vielleicht den meisten Schaden bei ihm, aber halt auch bei euch. Wer ein bisschen sicherer gehen will, Geist und Geist ist nämlich dasselbe, lasst das auch weg, der würde mit einer Despoda-Armee kämpfen und immer bis Knirscher oder mittlerweile bis Wirbler nutzen, die halten dann mehr aus. Oder ihr nehmt Feen oder ihr nehmt Eis. Die Mamutell-Armee wäre doch bestimmt auch nett, oder? Mit Eis, Lawine, immer da drauf geschmissen, gegen den Drachentyp, passt. Jetzt müssen wir gucken, das Ding kann ja shiny sein. Ich drück mal kurz hier durch, versuch mal zu schauen, was Pupsi da hat. Also, der Samyang hat 2021. Pupsi hat 2078. Den legt man mal weg. Und jetzt drückt man hier noch drauf und gucken, ist das ein Shiny? Ist das ein 100er? Es ist kein Shiny. Es ist 2071. Also 2105 wäre der 100er gewesen. Ist jetzt nicht hier. Ansonsten schauen wir mal, wie der sich fangen lässt. Wenn ich noch viele Bälle habe, schmeiße ich meistens einfach drauf. Sobald ich nur noch 10 Stück oder so habe, stelle ich meistens dann den Kreis ein. Ne? Versuche dann ordentlich zu werfen, aber der ist eh sehr mobil, wie man sieht. Der zappelt hier viel rum. Der Kreis ist noch relativ groß gewesen. Es hat trotzdem schon so einfach fabelhaft gezählt. Das ist gut. Und er ist auch jetzt schon drin. Das ist nicht mein erstes Giratina. Den Account hatte ich bei der Go-Tour in Gera damals mit dabei, wo abends, nachdem die Go-Tour um war, ab 18 Uhr, plötzlich Giratina-Raids da waren. Wir saßen beim Griechen, ich weiß es noch ganz genau, so viel Uso, so viel Essen, Schnitzel, alles dabei. Und plötzlich ist da ein Giratina und alle waren verwundert so, hä, wieso spawnt jetzt Giratina, wieso ist da ein Giratina-Raid? Haben wir mitgenommen, da habe ich ein gutes gezogen. Ich glaube, ich habe einen 890er, aber mit 14 Angriff. Mal gucken, ich würde versuchen, jetzt jeden Tag, wenn das Ding da ist, einen Raid in der Raid-Gruppe zu hosten, so ab 17 Uhr. Am Wochenende vielleicht Raids für Zuschauer mit Giratina. Aber ich brauche noch einen Tag, wo ich mega zu Biris mache. Da vorne ist jetzt ein Eichhörnchen, aber wenn ich da hinlaufe, ist das wieder weg. Also lassen wir das. Das ist eh in das Auto. So, habt ihr schon ein Giratina? 100%. Habt ihr ein Shiny Giratina? Habt ihr Bock auf Giratina? Passt das? Darkrai kommt dann auch noch nach Giratina. Jetzt aber erstmal Giratina-Woche. Ich habe damals ein 100% Glücks-Shiny Giratina auf dem Hauptaccount mir getauscht gehabt. Also das Shiny rübergeholt und dann ist es durch den Lucky Trade 100% Shiny Glücks geworden. Das war richtig genial. Der braucht das nicht. Der Habanero versucht alles über Kryptos zu regeln. Was bietet sich da an als Geistkonder? Vielleicht Skelabra. Eine Skelabra-Krypto-Armee wäre zum Beispiel mein Ziel, was ich auf dem Account als Geistangreifer haben wollen würde, weil ich das Pokémon auch cool finde. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Pupsi, eure Pupsi, euer Jonas. Das ist ein Blatt. Das ist wichtig zum Abschluss, damit hier auch noch Natur drin ist. So.